So, YouTube, hallo, herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind wieder, oder immer noch, in den Wäldern, oder schon wieder. Und ich hoffe, dass wir diesmal überleben werden. Wir sind ja Gauner durchaus, und ich würde gerne ein bisschen Ludwigsen mitnehmen wollen von denen. Man kann die aus der Ferne natürlich anpieksen. Aber dann kommen alle auf einmal an. Hat sich gerade ausgezogen. Sind halt echt viele, nicht? Ein Bogenschütze, zwei Nahkämpfer. So, wir müssen die so ein bisschen rauslocken, glaube ich. Sind die nämlich zu zweit da nur raus? Oh. Nee, so weit kommt man nicht. Aber er ist gut rausgerannt. Hey, wer ist da? Was ist das? Ach, verdammt. Was war das? Okay, sehr gut. So, einen haben wir. Bandit. Oh, eines Banditen. Sehr gut. Holzfäller-Axt. Ah. Was hat der da noch? Das können wir doch auch aufheben. Schwerer Schild. Wir haben ihn erlegt. Die anderen haben nichts von mitbekommen. Super, super, super. Endlich hat es mal funktioniert, mein Plan. Ist irgendwas davon geklaut dadurch? Nö, oder? Und wir sind noch nicht überlastet. Das heißt, wir könnten... Wir haben Hirschfleisch. Ich würde sagen, wir fordern unser Glück aber nicht heraus, oder? Wir sammeln jetzt die Dinger ein. Und stecken vielleicht mal die blutige Axt weg. Die müssen wir wieder reparieren. So, wo ist der Käfig? Links von uns. Da ist er. Diesmal habe ich ihn auch nicht in die Satteltasche gepackt. Ah, und durch die bin ich überladen. Ja, aber gut, wenn wir die los wären, wäre das schon gut. Das Problem ist, der eine ist genau neben deren Lager. Ich weiß nicht, ob ich den noch aufsatteln kann. Ah.
Warum zum Beispiel nicht E einfach auch aufsatteln ist, wenn es eh schon doppelt belegt ist. Und X dafür dann vergleichen, würde eh besser passen. Ich meine, man kann sich die Tasten umlegen, aber dann gibt es wieder andere Probleme vielleicht. Das lasse ich lieber. Ich habe gar nicht probiert, ob man das mit einem Controller steuern könnte. Interessant. Okay, wir haben die Nachtigallen gefunden. Und ich würde sagen, das reicht, bevor wir hier uns noch den Kragen brechen. Geht zurück in die Stadt, die ist ja eh nicht so weit weg. Ich stell mir das Spiel im Hardcore-Modus vor, wo man dann instant tot ist. Ich würde nicht mal über das erste Dorf hinwegkommen. Hm. Vielleicht hat sogar der Fleischer noch offen. Der hat nämlich relativ lange offen. Ja, mecker nicht. Aber jetzt ist es noch frisch. Ja. Reiten, noch eine neue Stufe erreicht. Sehr gut. Abends ruckelt die Stadt sich hier immer ein ab. Aber schon früher. Ich meine, jetzt kann ich sogar 30 FPS halten. Das ist schon mal was. Und trotzdem fühlt es sich super ruckelig an. Hat schon zu, oder? Sonst beim Jäger oder so. Ah, ne. Ist noch offen. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Nur die Tür war zu. Lass uns handeln. Verkaufen. Ich habe ein bisschen Rehfleisch. 2,2 ist das nun wert? Ich dachte, ich habe so viel Rehfleisch gehabt. Komm, dann kriegst du auch noch den Apfel. Ach, ich... Das hat Zustand 71. Ich dachte 71 Hirschfleisch. Oh. Enttäuschend. Preis. Selbstverständlich. Hier, und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Danke, tausend Dank. Oh, dann wenigstens dafür nutzen, den Ruf zu verbessern. Wer hat uns ganz gut gezahlt? Eigentlich eher der Kräutersammler, nicht für Kleidung und Co. Wahrscheinlich würden auch die gut zahlen. Gott sei mit dir. Okay, lass uns handeln. Was haben wir denn? Alte Stiefel, die können weg. Die Bunthaube kann weg. Gepflegte Beinlinge. Die Jacke, die Bunthaube ist kaputt, die kann weg von dem. Die Jagdhandschuhe, nee. Die schwarze Guggel. Wir haben eh die Kapuzenschal. Verstärkter Nackenschutz. Das wäre eine Überlegung wert, auf dem wieder zurückzugehen von der Kettenhaube. Aber es hat deutlichen Schutzverlust. Nee, komm. Lassen wir. 77. Reden wir über den Preis. Ich könnte natürlich die Sachen auch immer reparieren, bevor ich sie ihm verkaufe. Ist das genug?
Na dran. Boah. Geh noch ein bisschen runter. Geizkrank. Und Hand drauf. In Ordnung. Oh, was haben wir noch dabei, was ich verkaufen kann? Verbände mit schlechtem Zustand. 1.000. Sie sind 1.000 näher oder keine Ahnung, wie man das nennt. Baldrian könnten wir verkaufen. Ohr eines Banditen, Ohr eines Kumanen. Die Vogelfeigen können wir abgeben noch. Stimmt, dann haben wir auch viel Platz im Inventar. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und das Schild können wir auch dem Typen verkaufen und die Holzfäller-Axt, nicht wahr? Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Schaut euch diese Gurken an. Sie bleiben den ganzen Winter frisch. Ja, komm doch mal. Himmelswellen, ich bin aus Scarlets und erflehe nicht mehr als ein Kantenbrot oder einen Groschen. Mit Brot allein kann man nicht. Ich würde den Flüchtlingen echt gern was abgeben, aber schade, dass man das nicht kann. Um da irgendwie den Ruf noch zu verbessern. Achso, der war ja oben drin. Ja. Warum hat sich das Badehaus richtig gelohnt, nicht? Danach direkt ein paar Leute umgekloppt. Da sehen die Sachen bestimmt natürlich besser aus. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Wie kannst du mir helfen? Indem du uns handeln lässt. Und ich dir verkaufe, Tom, den Baldrian, den kriegst du. Die Fackel. Komm, eine Fackel können wir weggeben. Die Holzfäller-Axt. Das Schild. Hat der überhaupt so viel Geld? 316, okay, das könnte reichen. Und die beiden schlechten Verbände. Können wir was von ihm kaufen? Irgendwas Sinnvolles? Vielleicht Pfeile nochmal? Einfach die Jagdpfeile? Boah, die sind echt teuer. Dann holen wir vielleicht so 5. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? Zufrieden? Wir kommen der Sache näher, nur noch ein bisschen weniger. Boah, geizkrank. 50. In Ordnung. Naja, aber 50 Taler haben oder nicht haben, nicht wahr? Sind wir satt? Satt halt nur noch 65. Ich will nichts in den Topf geben. Ich will was essen. Achso. Und die Quest abgeben wäre vielleicht ganz geil. Pff. Direkt vergessen. Instant. Mein Kopf ist Matsch. Hallo, ich will noch was. Ich habe hier etwas für dich. Ich bin ein Weilchen herumgepirscht und habe hier etwas für dich. Wunderbar. Darauf trinken wir einen. Hast du gefunden? Prost. Alle drei. Gut, das ist großartig. Ich hoffe nur, der Vogelfänger hört nie von meinem kleinen Fehler. Ich hoffe nicht. Danke, Junge. Hier ist deine Belohnung. 40 gewöhnliche Pfeile und 150 Groschen. Gehabt dich wohl. Okay. Nur noch 67. Sehr gut. Ja. Jetzt können wir nochmal zu den Banditen zurück. Hat er eben gespeichert? Da habe ich nicht drauf geachtet. Ah, warte, das müsste ich ja sehen. 21.33 Uhr, hat gespeichert. Ja. Ich würde sagen, dann ab zu den restlichen Banditen, oder? Ein bisschen den Wald aufräumen und sicherer machen.
Es sind ja nur noch drei. Und dann irgendwann mal endlich den Mord aufklären. Nicht, das Spiel verleitet natürlich immer abseits zu sein. Man kann auch natürlich straight durchziehen, alles ganz gezielt machen. Aber ich verliere mich wirklich immer mehr wieder in der Welt. Nicht hier mal einfach den anderen Weg mal vielleicht langreiten, da mal gucken, was am Wasser ist. Und solange das blöde Speichersystem einen nicht nervt, ist das auch alles dann am Ende richtig cool. Ja, 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 mecker nicht. Wo war der Weg hier? Da. Da war er. Naja, Angelplatz, wissen wir. So. Wäre gut, wenn die irgendwie auf Patrouille oder sowas gehen. Und wir sie dann einzeln wegsnacken könnten oder so. Können wir hier hoch? Also ein bisschen Überblick verschaffen. Was sind denn die? Da hinten. Das ist ja ganz weit weg. Da sehe ich ja von hier gar nichts. Oh, da ist eine Kiste. Schlossknacken. Ob ich das schaffe? Meine Maus ist viel zu sensibel eingestellt, als dass ich das hinkriege. Naja, okay. Wow. Also mit modernen Mäusen ist das... Da muss man so feinfühlig sein, dass es ein Ding... Das klappt halt einfach nicht geil. Okay, man kommt auch nur hier drüber wieder runter. Na, haben Sie das gehört? Wir müssen auch mal Pfeile ausrüsten. Welche haben wir denn jetzt? Wir haben noch Spitzpfeile. Langstreckenpfeile. Wir haben auch die gewöhnlichen Pfeile bekommen. Die sind auf jeden Fall besser als die Jagdpfeile. Dann rüsten wir die mal aus. Komm mal her, Fädchen. Und dann gucken wir mal, ob die rauskommen. Und ob sie einzeln rauskommen. Oh. Sieht auf jeden Fall gut aus. Dass nur er kommt. Jetzt holt er seine Kumpan. Okay. Mal gucken, was die jetzt machen.
Da ist er. Okay, er ist nur weggerannt. Wo ist er denn? Ich hab ihn gerade gesehen hier. Da ist er. Den kriegen wir. Der kriegt nichts mit gleich. Oh shit. Was hast du hier zu suchen? Oh oh. In einem Baum. Und aufpassen, dass die irgendeine Kumpels nicht kommen. Ah, verdammt. Hast weiche Knie bekommen, was? Ey, ich komme hier nicht rechts rum. Oh Mann. Oh Mann, Junge. Jetzt haben wir uns gegenseitig. Jesus Christus. So. Ey. Hey, du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Du er. Du bist tot. Du er. Was ist? Aua. Gott im Himmel. Zack. Vitalität und Agilität erhöht. So. Mein Gott. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Na? Na, Bogen? Hallo, Bogen. Danke. Okay. Ah, das hat doch getroffen. Oh, wirklich? Oh, Mann. Och. Immer ein Baumabstand. Ich dachte, der rennt weiter. Der weiß genau, wie er ausweichen muss und ich schieße alle Pfeile weg. Endlich mal. Reingelaufen. Und nicht weggelaufen. Oh Mann. Leiden. Aua. Immer wenn wir uns gegenseitig... Ah, verdammt. Wie viel sind denn das? Wer ist da? So, haben wir sie jetzt alle? Nee, da ist noch einer. Okay. Können wir einen Verband anlegen? Okay.
Die Wunden, die ich habe, sind nicht so schlimm. Da sind nur Rehe. Gut, die Pfeile einsammeln wir auf jeden Fall noch stark. Ist hier noch jemand? Klingt gut. Wein vergiften. Brauche ich nicht mehr. Wir können jetzt hier schlafen. Nur blöd, wenn die denn auftauchen. Schloss knacken. Bei zwei leben ja noch. So, wo ist der Baum, um den wir uns gekämpft haben? Wir müssen hier 1000 Pfeile liegen. Warst du das? Nee. Nee. Hier auf jeden Fall er. Dann müssen hier doch Pfeile stecken. Nee. Er hat doch 3-4 Pfeile in einen Baum gesammelt. Schade. War auf jeden Fall ein teurer Spaß mit den Pfeilen. Aber wir haben gut gelevelt. Das ist ja eigentlich die Hauptsache dann dabei. Trotzdem, ich dachte, ich kann ein paar von den Pfeilen auf jeden Fall noch retten. Und vielleicht sind die schon despawned. Oh, guck mal, da oben, da sind irgendwelche Lichter. Zwischen den Bäumen. Ach, das ist die Stadt? Ach, krass. Bis hierhin sieht man das. Okay, ich würde aber fast sagen, wir schlafen da, oder? Weiß nicht, ob die einen nachts töten oder angreifen können. Schlafen und speichern wäre cool. Können nur schlafen machen. Na, sage mal. Na, das hat keinen Sinn. Der ist wiedergekommen. Nein, 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 nicht schlafen, nicht schlafen, nicht schlafen, nicht schlafen, nicht schlafen, nicht schlafen. Ich wollte meinen Pfeil aufsammeln. Okay, deswegen können wir nicht speichern, nicht? Weil die beiden noch wiederkommen könnten. Das heißt auch, der ein andere kommt noch wieder. Außer der ist verblutet. Das kann natürlich auch sein. Und ein paar Pfeile müssen bis ins Tal geflogen sein, auf jeden Fall. So, dann sehen wir vielleicht auch was. Wo ich die ganze Zeit nicht schon die Fackel ausgepackt habe? Weiß ich selber nicht. Dann warten wir, bis er kommt. Nee, so dicht am Hang hatten wir nicht gekämpft, nicht? Aber wir hatten...
irgendwo an so Steinen gekämpft. Hier vielleicht, aber war keine Pfeile mehr da. Sade. Na gut, wo ist das Lager? Da. Dann schleichen wir uns nochmal an und hauen ihm die Rübe ein. Was zur Hölle war das? So, den einen haben wir. So. Den zweiten haben wir. Noch irgendwer übrig? Noch jemand ohne Fahrschein? Das waren die beiden, die abgehauen sind, nicht wahr? So. Endlich. Jetzt können wir schlafen. Eine Stunde nur, oder? Wir gucken mal, falls noch einer wiederkommt. Nicht, dass es doch noch drei waren oder so. Da war unser Pfeil. Und hier muss doch noch eine Waffe von ihm liegen. Ritterjagdschwert. Sehr gut. Und von dem muss hier auch noch irgendwas liegen. Da komme ich nicht hin. Bin zu überladen. Lass mich durch. Muss was sammeln. Bandit, Bandit, Bandit. Was ist denn seine Waffe? Ah, hier, eine Axt. Okay, aber ich glaube, da kommt keiner mehr wieder. Wegen sie, bis es so ein bisschen hell wird, schlafen. Komfort 30% ist nicht viel. Gesundheit 93 steigt auch wieder, sehr gut. Aber das muss man dem Spiel halt lassen, nicht? Jeder Kampf ist halt eine Gefahr. Und ein falscher Schlag, den man abbekommt, kann halt das Todesurteil sein, weil man blutet oder. Das ist halt an sich schon geil. Aber durch das Speichersystem, das fehlerhafte, ne? Oder fehlerhafte oder schlecht gemachte, gefühlt schlecht gemachte, okay, war noch nicht mal Sonnenaufgang. Dann warten wir nochmal. So, jetzt sehen wir doch wieder was. Okay, die Leiche ist einfach weg. Oh, da war noch irgendwas.
Gewöhnlicher Fall. Sehr gut. Sind immerhin 2 Taler wert. Hier müssten auch noch ein paar Pfeile liegen auf dem Weg. Aber ich glaube, ich kann nicht aufs Pferd so. Das werden wir gleich herausfinden. Dann gibt es aber auch nicht mehr. Gut. Eklig. Alter Fisch, den kannst du auch behalten. Hier schläft doch nicht einer noch irgendwie. Sehr gut. Aufgeräumt. Der Wald ist wieder sicher. Und wir haben gute Stufen gewonnen. Ich kann nicht glauben, dass die Pfeile weg wären. Der hat doch 4 oder 5 in den einen Baum gehauen. Ich meine, das ist halt bares Geld, nicht? Wir haben wie viel für die 10 Pfeile gezahlt? 30 oder so. Und ich meine, so viele Bäume sind hier nicht, wo was sein könnte. Ein paar Pfeile müssen da bis runtergeflogen sein. Liegen hier irgendwo im Graben. Ich hätte gern so einen 7. Sinn wie bei Medieval Dynasty, wo man dann so die Sachen, die man verloren hat, quasi scannen kann. So durch scharfen Blick oder sowas. Finde ich eigentlich immer ganz cool. Das war irgendein schmaler kleiner Baum, dachte ich. Wo steht denn Pebbles? Da hinten. Die war ja ganz in der Nähe, nicht? Ich habe mich hier angeschlichen, dann hat er Probleme gemacht. Dann haben wir hier angefangen, eigentlich zu schießen. Kann es eigentlich nur der oder der gewesen sein? Hier ist nichts in den Bäumen drin. Gut. Ich gebe auf. Wir versuchen nach Hause zu reiten. Oh, es geht. Jawohl. Ja. Die blutige Axt können wir mal wieder wegpacken, glaube ich. Pferd steckt im Gestrüpp. Raus mit dir. Vor allem waren das auch keine Banditen, mit denen man halt Frieden schließen konnte, nicht? Also so welche, die man am Wegesrand findet, die ergeben sich ja dann. Aber so eine Bande, die kann sich nicht ergeben. Die kann man einfach dann umknüppeln. Und damit haben wir dann wahrscheinlich schon 1200 auf dem Konto. Das sind doch ordentliche Summen. Da kann man dann auf jeden Fall auch mal, wenn man eine Einkaufstour macht, das ein oder andere verbessern und kaufen. Und wir können mal ein bisschen Reparatur skillen, indem wir unsere Sachen selber reparieren. Bei den Schuhen ist es ja sogar so, dass ich 20% schneller laufen kann, nicht wahr? Wenn ich die jetzt selber repariere. Ich hoffe, die sind nicht kaputt genug. Nicht kaputt zu doll. Vielleicht noch das Blut abwaschen, bevor wir reingehen. Könnte sonst komisch aussehen. Und guten Tag. Nicht wundern. Wir wollen nur kurz hier rein. Warum
Habe ich den abgelegt, den einzelnen Pfeil? Weiß ich selber nicht. Das da brauchen wir. Die Kamille können wir mitnehmen, dann können wir die verkaufen. Was können wir ablegen? Den goldenen Kelch, den wollte ich ablegen auf jeden Fall. Die Wildschweinhaue können wir verkaufen. Äpfel, Hasenfleisch können wir verkaufen. Den können wir hinlegen. Ja, die kaputten Sachen werden wir verkaufen. Oh, oder wir reparieren sie und verkaufen sie. Oh ja, genau. Wir reparieren die Sachen und verkaufen die. Das wollten wir ja eh machen. Kleines Schmiedeset. Habe ich zwei. Okay, erstmal das Schuster-Set. Unsere Arbeitsstiefel. Das sind unsere. So, dann kriegen wir hier nämlich 7-Meilen-Stiefel. Geil. Kleines Schneider-Set. Die Kapuze ist zu beschädigt, der Gambeson. Ah, okay. Die meisten Sachen kann ich gar nicht reparieren. Den Eschenbogen, ja. Das Bürgerschwert. Was kann ich noch? Mit dem nix. Den Dolch. Und die Bartaxt. Okay. Rüstungsset. Die Jagdhandschuhe, die Armschienen. Und das geben wir gerade im Hintergrund die ganze Zeit. Das ist gut. Dann können wir mal gucken, was hat uns das gebracht? Fertigkeiten. Reparieren. Frisch gewaschen. Du trägst zu frisch gewaschene Kleidung, ist dein Charisma für einen Tag um einen Punkt erhöht. Nicht schlecht. Polsterung. Wenn du deine Rüstung selbst reparierst, kannst du sie auspolstern, damit sie weniger Lärm macht. Und eine Fertigkeit Heimlichkeit entsprechend weniger negativ beeinträchtigt. Schneiderleim für jedes selbst ausgebesserte Kleidungsstück. Jetzt so ein Bonus von 0,5 auf dein Charisma. Geht nicht für Rüstung. Beides sehr stark. Feinschliff kommt erst ab 9. Wir haben jetzt 6. Polsterung oder Schneiderleim? Charisma? Oder Heimlichkeit. Ich finde Charisma wichtiger. Schneiderlein. Okay, was wollen wir noch ablegen? Haben wir da irgendwas? Irgendeine Waffe, die wir aufheben wollen? Nicht, oder? Na, Bursche? Lust auf eine kleine Wette fürs... Boah, Alter, hat er mich gerade... Oh, Jumpscare. Na, Junge, wie kommt der denn aus seinem Bett raus? Ach du Scheiße. Kann mich doch nicht einfach so anblöken. Anraunen. Mann. Ja. Und irgendwo können wir auch diese Banditen und Kumanohren gegen Geld eintauschen. Ich glaube beim Vogt, ich weiß nur nicht, ob jetzt schon, wahrscheinlich müssen wir da erst eine Aufgabe für den Vogt machen. Ja, aber haben wir heute ja richtig wenig geschafft, nicht? Eigentlich gar nichts. Oh, fast die umgerannt. Aber wir sind um Erfahrungen reicher. Haben die Welt erkundet. Und ich würde sagen, ich gehe das jetzt alles noch verkaufen. Das kennt ihr alle schon zu Genüge. Und am Ende sehen wir dann, wie viel wir haben. Oh, wir haben schon 1,3k. Dann wird es umso spannender, was wir kriegen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal in der nächsten Aufnahme.